Herzlich willkommen beim neuen PC Games Hardware Podcast. Ich bin der Stefan und bei mir ist der Aleko. Ja, das bin ich. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Und ich habe mir gedacht, wir reden heute mal über ja, den Friedhof der PC-Hardware, so könnte man es nennen. Also im Prinzip Hardware, die obsolet geworden ist. Das muss jetzt nicht unbedingt Hardware sein, die es gar nicht mehr gibt, sondern es kann auch Hardware sein, die früher mehr oder weniger Standard war für jeden. Viele PC oder Desktop-PC und die heute ja eigentlich nur noch eine Nischenlösung ist. Das heißt, wenn man halt ganz bestimmte Anforderungen hat, einfach an seinen Rechner. Aber das können eben auch Sachen sein, die durch die technische Entwicklung, vielleicht auch durch das veränderte Nutzerverhalten einfach nicht mehr benötigt werden und nicht mehr nachgefragt werden und deshalb eben, ja, wenn man so schön will, gestorben sind, eben auf dem Friedhof der PC-Hardware jetzt liegen. Und da denke ich mal, können wir heute mal drüber reden. Ja, das tatsächlich, da können wir heute drüber reden. Da gibt es ja auch Unmengen an Kram. Also, wir haben einen großen Pool an unterschiedlicher Hardware herausgesucht, die eben teilweise obsolet geworden ist, gestorben oder sich dann doch vielleicht ein bisschen weiter evolviert hat. Auf jeden Fall finde ich, sollten wir mal über diese Erweiterungskarten reden. Da kannst du sicherlich auch noch was dazu sagen, als alter Soundfetischist, der oder sagen wir mal audiophiler Soundfetischist, der ja mit seiner 20.1 Soundkarte, wenn es dir denn gäbe, gerne Musik hört und Spiele spielt. Die gibt es nämlich heutzutage zwar immer noch. Sie sind aber ein mehr oder weniger Nischenprodukt, weil man heutzutage ja eigentlich auf dem Mainboard relativ gute Soundchips hat. Genau, das war ja ein Thema, das hatten wir ein bisschen schon bei einem vergangenen Podcast angesprochen, wo es über die Akustik in Spielen ging. Deswegen will ich das jetzt gar nicht zu weit ausführen, aber im Endeffekt ist es natürlich so, man hat ja früher nur den, also so 80er Jahre jetzt, ne? Eigentlich nur den PC-Speaker gehabt und hatte dann durch die Soundkarten eben die Möglichkeit, da einfach mehr rauszuholen. Genau, da hat es halt Sinn gemacht. Genau, halt, und ich denke mal, so die Hochphase der Soundkarten kann man sicherlich sagen, war in den 90er Jahren. Da kam dann auch, da waren die dann auch technisch so gut, dass man halt wirklich so einprägsame Musikstücke damit abspielen konnte, auch schon für überschaubares Geld. Aber eben mit diesem, ich sag mal, Preisverfall und mit der fortschreitenden Miniaturisierung ist es dann halt auch eben so gekommen, dass man angefangen hat, diesen Sound eben auf das Mainboard zu verlagern, also den Onboard-Sound, ja. Da war es natürlich auch erstmal so am Anfang halt belächelt und qualitativ schlecht und so weiter, aber halt für Leute, die jetzt eben keinen aufwendigen Sound brauchen, durchaus schon ausreichend und dann eben im Laufe der Zeit ist es immer besser geworden. Mittlerweile ist es ja auch Standard seit vielen Jahren, dass du Surround-Sound von deinem Onboard-Sound haben kannst. Du hast da zum Teil schon integrierte Mikrofon oder Kopfhörerverstärker drin. Und auch die Soundchips sind halt deutlich besser geworden. Und das auch die Bauteilqualität und so weiter. Das ist einfach halt sehr viel besser geworden im Laufe der Zeit. Und dadurch einfach ist die Existenzberechtigung, wenn man so will, für die Soundkarten halt für den Durchschnittsuser halt kaum noch vorhanden. Und deswegen würde ich sagen, ist die Soundkarte so ein ganz typisches Beispiel für ein Produkt, was halt durch die technische Entwicklung im Endeffekt obsolet geworden ist und heute aber halt noch als Nischenlösung seine Daseinsberechtigung hat und da auch einen Mehrwert bietet. Aber ich denke halt für den 0815 PC-Spieler ist das halt eben im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu 1995, 2000 oder sowas halt einfach nicht mehr erforderlich, eine Soundkarte zu haben. Ja, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich habe das ja auch mitgemacht mit den Soundkarten, mit dem Creative Blaster dann am Anfang, dass man wirklich erst mit so einer Soundkarte eben nicht mehr dieses Gepiepse vom PC-Speaker hatte, sondern dann auch wirklich einen Sound, den man hören konnte und mochte. Und auch den Anfang, wie du sagst, mit den Onboard-Chips also die dann, die Sound Onboard, das war ja grottig teilweise.
da unheimlich viele Interferenzen. Aber wie du auch schon gesagt hast, das hat sich mittlerweile eigentlich gelegt. Also ich benutze in meinem Rechner eigentlich auch nur noch Onboard-Sound, weil der das für meine Ansprüche vollkommen in Ordnung rüberbringt. Ja, ich meine, heute ist es ja dann eher so, dass die User wahrscheinlich halt schauen, hey, welches Mainboard hat einen Onboard-Sound, der, sag ich mal, eine gehobene Qualität hat. Aber wie gesagt, den Schritt wirklich zu gehen und also zu sagen, ich kaufe mir eine dedizierte Soundkarte, machen halt heute auch nur noch, ich habe jetzt gar keine Prozentangaben, wäre nicht mal interessant, ja, in wie vielen Spiele-PCs eine Soundkarte steckt, aber das wird auf jeden Fall, denke ich mal, im einstelligen Prozentbereich mittlerweile sein. Also wenn man jetzt nur von Spiele-PCs dann ausgeht, es ist ja, genau, Soundkarten ich meine, sind ja nicht nur für bei normalen Desktop-Office-PCs ist natürlich noch viel weniger verbreitet, weil ich meine, da bist du im Endeffekt doof, wenn du eine Soundkarte einbaust, sag ich jetzt mal. Ja, eigentlich. Also schon. In einem HT-PC oder so sehe ich das durchaus natürlich auch noch, aber für einen normalen 0815 Desktop-Office-PC, ja, ich meine, die Sachen, die halt eben millionenfach verkauft werden, weil sie in allen Büros dieser Welt und so rumhängen, da steckt ja nie eine Soundkarte drin. Also insofern kann man auf jeden Fall sagen, dass das definitiv ja eine Nischenlösung ist einfach. Wobei man da auch, also ich kenne das von bei uns aus dem Büro, wir haben ja auch nur diese 0815 Bürorechner, wenn wir arbeiten, nicht testen. Die testen natürlich an fetten Rigs, die total over the top sind. Aber nicht nur, ab und zu mal. Aber unsere 0815 Office-Rechner, die haben eine wirklich schlechte Soundkarte und ich gehe dann immer zum Phil und... Wir haben ja keine Soundkarte. Das ist ja genau das. Mein ich ja, Onboard-Sound, der ist so grottig. Also da, wenn der Phil, der hat ja dann etliche Kopfhörer und so, wo dann auch meistens schon so ein kleiner Soundkartenchip eingebaut ist mit Dolby, TS und was weiß ich für ein Pipapo. Aber du merkst halt den Unterschied so unheimlich gewaltig. Das ist krass. Also selbst so ein 20-Euro-Chip, den du dir als USB-Stick kaufen kannst, ist im Vergleich zu den Office-Rechnern, zu dem Onboard-Sound, wie Tag und Nacht. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, aber das ist ja erstmal noch nicht mal dann ein besonders guter Soundchip. Ja, aber wie gesagt, auf den Gamer-Mainboards hat man normalerweise schon bessere Lösungen. Ja, eben, das kommt ja dann noch dazu. Also ich wollte jetzt nur mal sagen, wie schlecht der eigentlich ist bei Office-Rechnern. Und dann musst du auch fairerweise zugeben, das hörst du auch nur im Direktvergleich eigentlich. Also ich sage jetzt nicht, dass der toll ist oder so, aber worauf ich halt eigentlich hinaus will, du hast halt nicht mehr diese extremen Limitierungen, ja, so wie früher so ohne Soundkarte so Gameboy-Geräusche und mit Soundkarte kannst du, ne, so die. Ja, wobei ich Leben den Onboard-Sound von unseren Office-Rechnern, der hat einfach gar keinen Bass, also ich frage mich dann immer, hä, das ist doch nicht das gleiche Lied und dann packe ich den Stick dran oder halt die Kopfhörer, wo das eingebaut ist. Und das wumpst dann halt. Das schaffen die halt gar nicht, die Onboard-Sounds von diesen Office-Rechnern. Ja, wie gesagt, ist natürlich nicht gut, aber im Endeffekt ist halt trotzdem so. Ich meine, du siehst ja auch die Größe der neuen Arbeitsrechner, die wir da haben, und da kriegst du ja gar keine Soundkarte rein zum Beispiel. Ja, also ja, klar. Deswegen, ja, wie gesagt, klar, hat schon noch seine Vorteile, aber ist einfach nicht mehr notwendig und insofern liegen da die meisten Soundkarten irgendwo schon auf dem Friedhof rum. Bei mir zum Beispiel ist ein ganz anderer Punkt. Ich auch zu Hause, mir ist ja Soundqualität schon extrem wichtig eigentlich. Aber bei mir ist das halt zum Beispiel so, dass ich halt das dann einfach von Haus aus schon optisch oder auch erstmal per USB, je nachdem welches Setup halt, abgreife. Und das halt also gar nicht mehr aufbereiten lasse im PC selbst, wenn du so willst. Mhm. Man dann über die angeschlossene Hardware. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man doch heutzutage hat, das Digitalsignal da einfach zu nutzen. Ja, und natürlich, wenn man bestimmtes Anwendungsspektrum braucht, zum Beispiel als Musikproduzent oder was weiß ich, wenn man irgendwas mastern muss, dann macht halt eine Soundkarte auf jeden Fall mehr Sinn, weil man dann natürlich die ganzen Channels hat und so. Also ja, ist ein Nischenprodukt, bleibt ein Nischenprodukt oder ist zu einem Nischenprodukt verkommen, sagen wir es mal so. Also jetzt mal ganz böse gesagt, verkommen. Also.
Ja, man könnte jetzt auch sagen, ne, die ist viel exklusiver heute. Weil wenn du vor 20 Jahren eine Soundcard hast, hast du gedacht, okay, du bist wie jeder andere. Wenn du heute eine Soundcard hast, das ist so der Adelstitel, so, ja, ich bin Doktor von und zu Sound Fetischist, Blaster. so. Ja, oder was auch immer so, ja. Doktor von und zu Soundblaster. Ja, aber ich finde, daran merkt man das halt einfach, ne? Wenn du 2000 eine Soundkarte hattest, dann hattest du halt Ohren. Und wenn du heute eine Soundkarte hast, dann Ja. weiß jeder, hey, der legt Wert auf Klangqualität oder bildet sich zumindest ein, dass er darauf Wert legt. So, ja. Ja, schon, verstehe ich, ja. Da merkt man den Unterschied. Aber um das vielleicht so ein bisschen auszuweiten, ich meine, die Soundkarte ist ja nur ein Beispiel. Eigentlich sind diese ganzen Erweiterungskarten ja mittlerweile ja, sehr stark auf dem Rückmarsch. Ja, Ja. also als Beispiel haben wir ja noch die LAN-Karte, ja, das ist ja auch so ein Fall, oder Netzwerkkarte halt, dass man das früher immer über Erweiterungskarten eigentlich erledigt hat. Und natürlich heute da auch einfach den Onboard LAN-Controller verwendet, Ja, der ist ja der. auch vollkommen ausreichend. Also, gibt es überhaupt noch LAN-Karten? Also höchstens, wenn man 15 verschiedene Anschlüsse quasi an einem Rechner haben braucht oder so, oder? Ja, ich meine, das ist ja das Schöne am PC-Markt. Du kriegst eigentlich immer noch alles, ja. Wenn du halt dafür Geld ausgeben willst und Adapter und so weiter und so fort. Insofern, wie gesagt, gibt es wahrscheinlich nie so einen echten Friedhof, weil das muss so brutal nischig oder veraltet sein, damit dass du halt sowas gar nicht mehr bekommst. Hm. Aber ja, wie gesagt, das ist halt, ich meine, früher gesagt, da hast du halt die Netzwerkkarte gebraucht und sonst hast du halt kein Netzwerk einfach gehabt. Und heute, wenn du eine Netzwerkkarte dir kaufst, dann wirst du halt dann auch nicht mit der, ich sag mal, 20-Euro-Netzwerkkarte dann einen relevanten Vorteil haben gegenüber dem Onboard. Das heißt, wenn, dann musst du da schon eben eine hochpreisige Lösung kaufen, damit du dann vielleicht halt mehr hast als jetzt ein Standard-Gigabit-LAN oder so. Ja, ich hätte jetzt halt gedacht, dass man, wenn man, weiß ich nicht, drei verschiedene Ports braucht oder so, dass man sich dann Ja, klar, sowas halt holt. für solche Geschichten, also auch da, wir sagen jetzt nicht, dass es keinen Grund gibt, was Besseres haben zu wollen, als das, was auf dem Mainboard verbaut ist. Aber das, was auf dem Mainboard verbaut ist, ist einfach so gut, dass das für den 0815-User halt locker ausreicht. Und da dementsprechend das auch nicht mehr braucht. Und das gilt halt auch für die meisten anderen Erweiterungskarten, wenn es halt um Anschlüsse geht. Ja, ich meine, früher, gesagt, im Apple II oder so, dass du noch so extra Joystick-Karten dann gehabt, wenn du was anschließen wolltest. Ja, krass. Oder auch für so anderes Zeug eben wie USB-Anschlüsse oder FireWire oder so. Und FireWire ist auch wieder so ein Beispiel, das ist ja heute auch nicht mehr verbreitet, ja. Aber das ist halt auch mittlerweile so gut, die Standardausstattung, die Mainboards da haben. Und auch dank USB alles so vereinheitlicht im Endeffekt, Ja, dass das es da heißt ja nicht immer umsonst weniger, Universal Serial genau, dass es Bus. da eigentlich immer weniger Gründe gibt, überhaupt noch Erweiterungskarten zu verwenden. Und die Grafikkarte ist da eigentlich so, ja, das Einzige, was du in einem Gaming-PC normalerweise antriffst. Und alles andere ist wirklich so im einstelligen Prozentbereich, wenn man da überhaupt was hat. Ja, klar. Ich würde jetzt noch sagen, vielleicht Capture-Karten gibt es dann auch noch und so ein Kram. Das Genau, ich meine, kommt. das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Das ist ja eigentlich so das Einzige, was mir auch einfällt, was in den letzten Jahren jetzt dazugekommen ist, was man vielleicht, also eine neue Erweiterungskarte, die man Spiele-PCs mal mehr sieht. Aber auch da ist es ja so, dass man, dass halt zumindest die Bemühungen ja auch immer darauf hinlaufen, dass man das halt zum Beispiel über die Grafikkarte miterledigen lässt oder über Ja, einen stimmt, Prozessor und so weiter. ja. Da merkt man aber auch schön, wie das halt immer läuft. Aktuell ist das halt durchaus dann immer, ja, besser, wenn man auch eine eigene Lösung hat, weil das frisst natürlich Rechenleistung und dann, ne, hast du vielleicht unregelmäßige Frame-Times und so weiter. Das will man vielleicht nicht. Aber ja, wenn man das halt ein bisschen weiter denkt, dann kann man da eigentlich auch sehen, dass vielleicht die Rechenleistung da, die halt einfach immer weiter ansteigt, vielleicht dann leichter abgezwackt werden kann. Ja, du, ich glaube aber auch hauptsächlich die Capture-Karten sind eben dafür da, damit man eben von einem anderen System aufnehmen kann. Also jetzt zum Beispiel von einer Konsole oder so. Denn, weil du kannst ja intern im Rechner, das funktioniert ja alles einwandfrei und wenn du da einen 12-Kerner hinklatscht, dann kann der mit 6 Kernen das berechnen, den Stream oder die Aufnahme und du hast überhaupt keine Probleme im Spiel selber, weil die anderen 6 Kerne quasi nur fürs Spiel reserviert sind. Deswegen gehe ich eher davon, oder würde ich eher behaupten, dass so eine Capture-Karte hauptsächlich so für Konsolen und sowas gedacht ist.
Okay, das kann sein. Aber es gibt ja definitiv auch den Fall, dass eben Capture-Karten genutzt werden, um den einen Rechner an einem anderen Rechner aufzuzeichnen halt. Genau. Ja, genau. Und da ist es ja im Endeffekt eben auch so, wenn jetzt der eine Rechner halt Power bis zum Abwinken hätte, ja, dann könntest du das ja eigentlich auch schon dort in dem System selbst machen. Dann müsstest du ja nicht unbedingt ein zweites System Ja, dafür verwenden. prinzipiell ja, Genau. stimmt Nee, aber schon. stimmt, das ist eine Sache, die neu dazugekommen ist. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel für eine neue Art von Erweiterungskarten, die da mittlerweile vorhanden sind. Auch da, aber weil es, glaube ich, immer noch nicht die Mehrheit der PC-Spieler streamt, kann man durchaus auch sagen, dass das auf jeden Fall eine Nischenlösung dann ist. Ja, klar, sicherlich. Also, da bin ich voll bei dir. Also, wollte es nur erwähnt haben. Nee, absolut, absolut. Kennst du dann noch eine andere Karte oder hast du noch eine Idee, was so an Karten zusammengekommen ist? Neu? Eigentlich nichts mehr dann, ne? Doch, vielleicht so TV-Karten, aber die sind auch wieder auf dem Ach Rückmarsch komm, oder? ach komm. Ich Ne? meine, TV-Karten sind so 2000 schon gefühlt irgendwie. Ich meine, da war ja die Heute geht eh größte alles übers Innovation. Internet. Ich meine, die große Innovation war ja dann noch vielleicht, dass ja dann Grafikkarten auch so TV-Kartenfunktionen oder TV-Tuner Ah so integriert hatten. ja. Ja, aber das ist halt auch ein Beispiel für was, was sich, glaube ich, auch erledigt hat, zum großen Teil einfach durch das Streaming halt heute. Ja, durchs Internet quasi, weil Genau, heute genau. die Öffentlich-Rechtlichen, die streamen ja auch alle und kannst ja auch mittlerweile alles über deinen TV-Stick gucken, den man einfach nur einklingt und der sich ins WLAN verbindet. Ja. Ja, genau, weil dieser Reiz, den so eine TV-Karte halt hatte früher, ja, oh, ich kann das am PC sehen und aufnehmen, der ist halt heute irgendwo nicht mehr da, wenn du halt, keine Nee, Ahnung, in das die ist. Mediathek gehen kannst oder Ja. dein Netflix anmachst oder sonst was und das dann da siehst, dann, ne, warum erstmal das selbst abgreifen und aufnehmen, wenn das eigentlich schon dir fertig geliefert wird Es von den stimmt, verschiedenen ja. Quellen? Also ich hatte tatsächlich schon eine TV-Karte, weil ich eben meine Lieblingscartoons immer aufzeichnen wollte. mit 15 oder so. Oder was, 16? Nee, vielleicht war ich auch ein bisschen älter, ich weiß es nicht. Aber ich fand mich. Ich Da kann gab es auch noch nicht. absolut noch sehen, dass das heute noch jemand dafür Verwendung hat. Und früher fand ich die in der Theorie auch immer extrem interessant. Allerdings eher deshalb, weil ich keinen eigenen Fernseher haben durfte. Aber ich hab nie so eine gehabt. Ja. Naja. Kann ich jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Aber weil wir ja schon das Thema Streaming angesprochen haben, da gibt es ja eigentlich auch noch eine Sache, die auf dem PC-Friedhof immer häufiger liegt, und das sind ja die optischen Medien. Oh ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Denn da ist DVDs, Blu-rays, die werden immer noch gut verkauft für Filme. Ich bin auch selbst jemand, der sie darüber dann Auch addiert. DVDs, wirklich? Also Nee, bei. DVDs nicht, also Blu-rays natürlich. Ja, ich dachte nämlich, also ich wüsste jetzt nicht, oder ich hätte jetzt nicht gedacht, dass noch irgendein Studio DVDs produziert. Also hätte jetzt, also jetzt so persönlich, also vielleicht machen die das, weil viele Leute eben noch so ein Ding zu Hause rumstehen haben, aber. Ja, doch schon. Also ich meine, natürlich, da muss man dann wieder schauen, für welche Märkte ist das, weil natürlich, ne, hier im Westen ist dann Blu-ray natürlich schon Ja. relativ verbreitet, aber gerade wenn man jetzt vielleicht in eher einen asiatischen Raum geht oder, keine Ahnung, Afrika, Russland, Südamerika oder ja. so, da sind dann natürlich dann DVDs, glaube ich, oft noch führend für Europa oder Nordamerika. Da weiß ich es jetzt offen gesagt nicht, wie das Kräfteverhältnis da ist, aber ja, ich meine, Aber auch bei den PCs, wo wir ja eigentlich ja sind, sieht man ja auch, dass die Leute, wenn sie ein optisches Laufwerk haben, halt oft auch nur einen DVD-Brenner zum Beispiel haben und das finde halt ich aber kein Blu-ray-Laufwerk. Also da ja merkt man, eben. da ist so ein bisschen der Cut auch irgendwie gewesen, wo die Leute dann nicht mehr mitgegangen sind. Ja, von CD Ja, auf DVD sind noch alle ja. wirklich mitgegangen, aber von DVD auf Blu-ray dann irgendwie nicht mehr. Und das ist natürlich einerseits klar der Preisunterschied, weil DVD-Brenner kriegst du nachgeworfen für 10, 15 €, glaube ich, wenn du sie neu kaufst. Und bei Blu-ray-Brennern bist du dann durchaus immer noch im Bereich, glaube ich, so 50, 60 € geht es da erst los. Also das ist dann schon nochmal ein deutlicher Unterschied einfach. Ja, aber ich muss auch sagen, also Blu-rays sind ja, also die optischen Medien, die haben sich ja vor allem bei den Konsolen gehalten, weil die halt dabei waren, die Laufwerke. Und man früher ja auch, weiß ich nicht, eine PS3 oder so, die hat man, wenn man nicht der größte Zocker war, dann hat man sich das Ding geholt, weil es ein Blu-ray-Laufwerk hatte.
und damals die Blu-ray-Laufwerke unglaublich teuer waren. Da war das schon fast ein Geschenk sozusagen. Und diesen, wie du sagst, diesen Cut am PC-Markt. Bis vor ein paar Jahren wurden ja auch noch Spiele, manchmal, nicht immer, aber mit DVDs ausgeliefert. Also wenn du die physische Copy hattest. Und da waren dann ja 10, 15 DVDs drin. Das ist ja auch völlig irrsinnig, dann da irgendwie jemanden zu nötigen, das dann so zu installieren, meiner Meinung nach. Eine Blu-ray hätte natürlich mehr Sinn gemacht. Da konnte man sich aber nie darauf verlassen, dass eben so viele Leute so ein Laufwerk auch haben, weil man es eben nicht quasi massiv eingeführt hat wie bei einer Konsole, weil da hast du eine Konsole gekauft, hat das automatisch ein Blu-ray-Laufwerk. Deswegen bleiben die ja auch noch bei diesen mittlerweile jetzt UHD-Blu-ray-Laufwerken. Aber ja, und beim PC-Gaming kriegt man in der physischen Kopie eine Papp-DVD, wo ein Code draufsteht. Ich meine, ein schönes Beispiel, wo man ganz gut sieht, wie es ja mit Blu-rays, wenn man theoretisch einfacher gehen könnte, ist ja zum Beispiel jetzt der Flight Simulator 2020. Da kommt die Retail-Version auf 10 DVDs. Das ist natürlich längst nicht ausreichend für die ganzen Daten, die du da im Spiel wirklich sehen kannst, weil das ja darauf setzt, dass du im Internet verbunden bist und Stream-Inhalte und so weiter da hast. Aber trotzdem, das ist halt wieder ein Punkt, wo man einfach sieht, wenn jetzt halt eben Blu-ray-Laufwerke wirklich verbreitet wären im PC, dann würde man das gar nicht auf 10 DVDs rausbringen, dann würde man da vielleicht 2 Blu-rays reinstecken, Beispiel. Also da, das merkt man auch bei diesen Veröffentlichungen einfach, dass heute dann trotzdem noch immer lieber auf mehr DVDs gesetzt wird in der Packung als auf eine Blu-ray, weil man eben nicht davon ausgehen kann, wenn jemand ein optisches Medium haben will und sich deswegen überhaupt noch die Retail-Version kauft, anstatt der Download-Version, dass selbst dann die Blu-ray da eigentlich nicht verwendet wird in den meisten Fällen. Und wo man es ja auch extrem sieht, dass optische Medien auf dem Rückmarsch sind, ist zum Beispiel auch bei den Gehäusen. Also heute muss man da wirklich gezielt Ausschau halten bei einem neuen Gehäuse. Hey, hat das überhaupt noch ein 5,25 Zoll Schacht, damit ich da ein Laufwerk einbauen kann? Und, also ich habe sowas nicht mehr. Bei mir, ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe auch, wenn ich irgendwie eine CD oder so, weiß nicht, vom Arzt oder was ich bekomme, dann weiß ich nicht, wie ich die benutzen soll. Dann wechselst du einen Arzt. Nee, der soll es mir dann per E-Mail schicken. Mit so einem Oldschool-Arzt, der ist dir zu uncool. Ja. Lieber bleibe ich krank und bin technisch up to date. War jetzt nur ein Beispiel, aber ich meine, du kannst, weiß ich nicht, dann, wenn du die Hochzeitsfotos oder so, geben sie dir dann anstatt auf einem Stick auf einer CD oder auf einer DVD. Keine Ahnung, wo ich das bei mir noch nutzen soll, außer an meiner PlayStation. Also, und die hat halt ein Blu-ray-Laufwerk. Das ist ja egal, also du kannst ja auch DVDs in einem Blu-ray-Laufwerk abspielen, aber trotzdem, also das ist das Ding. Und ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, sind Brenner so noch weit verbreitet? Also ich meine, dann hat man ja auch ein Laufwerk, theoretisch, wenn man einen Brenner hat, weil das ist ja das Gleiche, kann ja lesen und schreiben, kann ja nicht nur schreiben. Ja, natürlich kannst du das damit abspielen, aber wie gesagt, also man sieht es ja bei den Gehäusen ganz extrem, dass kannst du das gar nicht mehr einbauen. Das heißt, wenn du das haben willst, dann geht das nur noch über ein externes Laufwerk. Das wollen halt aber auch immer weniger Leute, beziehungsweise das ist ja dann eigentlich nur wieder ein Zugeständnis, das ja, weiß auch nicht. Na, wenn es erstmal so extern ausgelagert wird, was früher mal im PC war, das ist dann schon so ein ganz klares Zeichen, dass das nicht mehr nachgefragt wird. Mhm. Und man muss natürlich einfach sagen, auch die Gründe, so ein Laufwerk zu verbauen, sind natürlich immer geringer, weil die USB-Sticks zum Beispiel einfach oder externe Festplatten als Speichermedium da einfach halt viel höhere Kapazitäten mittlerweile bieten und dann auch preistechnisch abgesehen und neben der Handhabung dann einfach attraktiver sind. Ja, nachdem man es zweimal probiert hat, kriegt man einen USB-Stick immer rein. Ne? aber ich kann mich noch daran erinnern, dass früher, wo das mit den USB-Sticks anfing, dann waren ja unheimlich teuer für ein paar Gigabyte oder 100 Megabyte oder was weiß ich, 500 Megabyte, hast du da schon so und so viele Euros hinlegen müssen. Da hat das noch Sinn gemacht, dass man einen Brenner hatte, dass man dann DVDs gebrannt hat und das dann seine Daten oder Filme oder Spiele so irgendwie gespeichert hat. Aber heutzutage, also ich habe selbst an meinem Schlüsselbund zwei USB-Sticks, einfach
weil es convenient, also weil es super einfach zu handhaben ist und ich dann nicht mit so einem fetten Pack an DVDs rumlaufen muss. Also ich müsste dann tatsächlich einen ganzen Rucksack voller DVDs mitnehmen, wenn ich die gleiche Speicherkapazität von meinen USB-Sticks gut, dafür gibt es aber Leute, dafür werden bestimmt mehr CDs oder DVDs vorne bei den Autos mal aufgehängt als USB-Sticks. Also das ist ein neuer Use Case, wenn man so will. Also, Upcycling, ne? Ja, wie auch vom Müll zum Deko-Element. Und ich muss auch sagen, auch aus persönlicher Erfahrung, was leider sehr schade und frustrierend ist, aber die Blu-ray-Erfahrung, die man am PC hat, ist halt auch aus meiner, wie gesagt, Erfahrung leider deutlich schlechter als über ein Standalone-Gerät. Das hat vielfältige Ursachen. Das hängt zum Teil, weil du die richtigen Ausgänge an der Grafikkarte benutzen musst. Und das Software-Kapitel ist auch so leidig, weil es gibt eigentlich meines Wissens nur eine, zum Beispiel Freeware, die du legal nutzen kannst, um das anzuschauen. Aber dann selbst wenn du das nutzen kannst, also ich habe das ganz oft gehabt, dass ich zum Beispiel bei den Blu-ray-Abspielen am PC Bildfehler hatte und auch Audioaussetzer von Scheiben, die auf dem externen Player eben absolut einwandfrei laufen. Also ich weiß nicht, was da läuft. Die sind da irgendwie viel zickiger bei der Art, wie sie das auslesen. Ja. Und das sind einfach so verschiedene Sachen einfach, die auch, finde ich, die Nutzung sehr unattraktiv machen am PC. Und wie gesagt, tut mir ein bisschen weh, weil ich jemand bin, ich habe ja kein Abo bei Netflix, kein Amazon Prime und so weiter und so fort. Also ich bin, wenn ich mir was kaufe, eigentlich immer noch bei Blu-rays. Aber selbst da, ich kann eigentlich niemanden so wirklich dazu raten, hey, kauf dir ein Blu-ray-Laufwerk für den PC, um da Blu-ray-Filme anzuschauen, weil ein externer Player in der Alltagserfahrung einfach aus meiner Sicht besser funktioniert. Ja. Und die kosten ja auch nicht viel mehr, oder? Also ich meine, wenn du sagst 50, 60 Euro für ein Blu-ray-Laufwerk, dann kostet vielleicht ein externer Player 30 Euro mehr. Ja, noch nicht mal. Also da auch die Preisunterschiede sind ja extrem gering, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Gut, kann man sagen, weil das PC-Laufwerk vielleicht von der Funktionalität natürlich nochmal besser ist, weil das halt dann brennen kann, was du jetzt in dem Player dann nicht musst und so. Aber weiß ich nicht. Also wie gesagt, das ist halt auch nicht mehr so richtig attraktiv, das am PC zu machen. Mal abgesehen davon, dass dann noch andere Sachen wieder dazukommen, weil wenn man jetzt mal den durchschnittlichen PC vielleicht wieder hat, dann ist der ja wahrscheinlich auch tendenziell lauter als so ein durchschnittlicher Player, der dann vielleicht auch noch weiter wegsteht und so und dann. Ja, und man hat eine Fernbedienung für den Player. Gut, sowas kannst du natürlich theoretisch auch am PC. Aber das ist halt ein guter Punkt, weil wie gesagt, das ist halt, dann merkst du schon, das ist halt nicht dafür ausgelegt. Und das musst du dir alles so manuell zusammenbasteln, wo welche Software und welcher Player und brauche ich eine Fernbedienung und bla bla bla. Und das ist natürlich einfach dann extern da besser. Und und wie gesagt, und noch ein Grund ist halt einfach, wie gesagt, einfach die Datenmengen, du bist da halt nicht mehr konkurrenzfähig als Sicherungsmedium. Das ist natürlich noch ein großer Unterschied. Das war dann früher attraktiver einfach mit CD-Brennern. Und dann, was natürlich auch noch Beispiel wieder ein Punkt ist, wo du merkst, dass da die Limits einfach da sind. Da ist es ja so, wenn du Maximalgeschwindigkeit haben willst beim Brennen oder auch beim Lesen, dann sind die Laufwerke da eigentlich immer relativ laut. Ja. Ja, und bei allem anderen, was heute auf Flash-Basis passiert, ja, da kannst du ja sozusagen die Geschwindigkeit nicht hören. Das heißt, es kann 4, keine Ahnung, Gigabyte pro Sekunde schaufeln und du hörst halt trotzdem nichts. Und das ja, vor allem habe ich auch, also jetzt bei Blu-ray vielleicht nicht so. Blu-rays sind relativ beständig, die sind fast unzerkratzbar. Jetzt, natürlich kann man sie zerkratzen, aber wenn ich die jetzt irgendwo hinlege, dann zerkratze ich auf jeden Fall nicht so schnell wie eine DVD oder eine CD. Und das Problem hast du ja bei USB-Sticks oder anderen Massenspeicher nicht so. Natürlich gehen die Flash-Zellen und der ganze Pipapo, der geht nach so und so vielen Schreib- und Lesezyklen kaputt, aber die sind meistens so groß gesetzt oder so groß, dass man den Stick wahrscheinlich vorher verliert. Also genau. Ich meine, auch da, ne, sind wir bei Nischenlösungen natürlich, es hat seine Daseinsberechtigung, wenn man heute noch einfach
regelmäßig mit Discs hantiert, weil man zum Beispiel seine Audiosammlung, Audio-CD-Sammlung, ich will jetzt nicht sagen digitalisieren, weil das natürlich technisch Blödsinn ist, aber ne, auf seinem PC halt bringen und so weiter möchte, oder weil man ja, weil man halt vielleicht doch eine große Sammlung hat von DVDs, Blu-rays, die man da anschauen will, oder eben alte Spiele natürlich installieren will, oder auch eben neue Spiele, die rauskommen. Wie gesagt, auch da darf man nicht vergessen, natürlich ist Internetanbindung bei vielen Leuten super, aber wenn man zum Beispiel mal Amazon oder so mal schaut, bei den Rezensionen, da gibt es doch immer noch viele Leute, die hängen leider mit ihrem, ich sag mal, Dorf-DSL da rum Ja, und die sind halt Deutschland, massiv, ne? ja, die sind halt schon massiv enttäuscht dann oft, weil sie sagen dann, ich kaufe extra das Spiel oft in der DVD-Version und komme dann nach Hause und stelle fest, oh, das sind im Prinzip nur ein paar MB für den Installer drauf und dann kommt zum, und wenn ich dann, ja, Ja. dann muss ich mir erstmal 50 GB runterladen und das ist natürlich dann nochmal blöd, aber Scheiße, theoretisch haben die das dann das Spiel auch noch dann für den Zweck. Und natürlich, weil wir ja gerade auch Flash angesprochen haben, eine Sache, die natürlich relativ cool ist, man kann mit optischen Medien, wenn man die richtigen Medien verwendet, also DVD-RAM zum Beispiel oder ich glaube M-Disc, heißt das dann auch, also sag mal hochwertigere Varianten statt dieser ja. Standard-Disc, dann sind das relativ gute Beständig, ne? Backup-Medien, weil zum Ja. Beispiel bei SSDs oder auch USB-Sticks, wenn man da Daten drauf speichert und gerade wenn jetzt noch die Temperaturen ein bisschen höher sind, die behalten ihre Daten halt nicht sehr lange, ja, weil das ist halt im Endeffekt immer noch Flash-Speicher und das Das ist tatsächlich heißt, so. da kommt es zum Datenverlust. Also man kann eben nicht seine Daten also jeder, der das jetzt hört und vielleicht gemacht hat, der sollte da unbedingt mal nachschauen. Man kann wirklich nicht seine Daten auf einen USB-Stick zum Beispiel speichern und den einfach mal 10 Jahre in den Schrank legen. Nee, ich glaube, du Das musst nach 2 oder 3 Jahren musst du das zumindest einmal benutzen, damit, also es ist ja ein elektrischer Speicher, es ist kein magnetischer Speicher wie bei einer HDD oder ein optischer mit Hügeln und Tälern wie auf einer Blu-ray oder sowas. Deswegen verflüchtigt sich, kann das sich nach einer Zeit verflüchtigen und irgendjemand, weiß nicht, kann man Google anwerfen, dann findet man das heraus. Die haben dann einen Test gemacht und nach ein paar Jahren sollte man zumindest einmal die SSD wieder anwerfen, damit sie Saft bekommt und eben diesen Speicher quasi erhält. Und da, auch was du jetzt sagst mit diesen hochwertigen Discs, ich glaube, eine heißt sogar irgendwie Stone Disc, weil die so unzerbrechlich und unzerstörbar ist, wie Stein eben. Und da, die werden auch benutzt für solche großen, wie sagt man, Storages, also wo der, weiß nicht, die deutsche Geschichte, alle deutschen Tageszeitungen in den letzten 200 Jahren abgespeichert werden, nachdem sie digitalisiert wurden. ja, wobei ich glaube, da geht es ja jetzt nicht um die reine, ob die leicht zu brechen sind oder nicht, weil ich glaube, man muss schon bei einer normalen DVD sich extrem anstrengen, um die zu zerbrechen. Nein, ich Ja, meine, dass die halt sehr beständig ist, dass die nicht nach genau. 10 Jahren Also da nicht geht das es, Gammeln genau, ich wollte gerade anfängt sagen, oder da geht es so. natürlich eher um die Beschichtung, aus welchen Materialien bestehen die. Ja, da gibt es ja auch sowas wie dieses bekannte Disc Rot zum Beispiel, wo organische Materialien da aufgefressen werden können und so weiter oder einfach zerfallen. Da natürlich auch Temperatur immer eine Rolle und UV-Strahlung und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich wieder ein komplettes Thema für sich einfach. Aber ja, wie gesagt, also das ist halt noch ein Punkt, wo man auf jeden Fall Vorteile haben kann. Aber da muss man halt eben auch gezielt schauen, was man nimmt, weil mit einer, keine Ahnung, Billig-Spindel vom Supermarkt, die man mit maximaler Geschwindigkeit brennt, wobei ich bremst, ist ja ganz komisch, brennt, dann. Ja, da kann man da auch nicht wirklich von einem langfristigen, sicheren Backup-Medium sprechen. Nee, Aber also bei ich den habe anderen das. eben, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und das vernünftig brennt, dann da kann man dann wirklich davon ausgehen, hey, das ist ein Speichermedium, wo ich meine Daten 10, 20, 30 Jahre lang drauf sichern kann. Grundsätzlich erstmal, natürlich ist dann immer die Frage, kannst du in 20 oder 30 Jahren noch ein Laufwerk dafür so einfach auftreiben, mit dem du das wieder lesen kannst, ja. Aber wie gesagt, aber das ist halt überhaupt möglich, was halt jetzt bei einer SSD oder einem USB-Stick halt technisch schon überhaupt nicht mehr möglich ist. Und da will ich noch kurz was zu dieser Sache, wie lange die da gespeichert werden können. Da gibt es zum Beispiel auch einen ganz interessanten Blog-Eintrag. Jetzt machen wir sozusagen ein bisschen Eigenwerbung im PC Games Hardware Extreme Forum. Da gibt es zum Beispiel von Incredible Ulk, dem Moderator, Ah, so den eine kenne ich. Blogreihe, Ja. genau. Und der geht Schon zum mal Beispiel auch gesehen. in einer Folge von seiner Blogreihe genau auf dieses Thema ein, was bei der
Nutzung, wenn man das eben so für Backup-Zwecke benutzen will, von USB-Sticks oder auch SSDs da relevant ist. Also theoretisch ist es so, möglichst, wenn sie möglichst warm sind, sie beschreiben und sie dann möglichst kühl lagern. Ja? Und wenn du das halt vielleicht umgekehrt machst, ja, das ist vielleicht, warum, ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber du kommst vielleicht genau im Winter auf deinem Balkon auf Backup-Gelüste und Mit dem dann. Laptop und Ja, dem genau, und dann lagerst du deinen USB-Stick aber immer über dem Herd oder dem Ofen. Wasserkocher oder was auch immer so. Das ist so ziemlich die ungünstigste Lagerung. Also da kann es tatsächlich dann schon nach wenigen Monaten zu Datenverlusten dann kommen. Ja, krass. Denkt man gar nicht, ne? So, eigentlich dachte man doch immer so, SSDs und so sind die Heilsbringer, was Massenspeicher und so anbringt, aber dass man sich dann doch, wenn man sie länger safen will, die Daten, Ich doch meine, dann natürlich, so es gibt viel ja auch noch, Effort ich reinbringen will auch noch muss. andere Lösungen natürlich, sowas wie Bandlaufwerke und so. Ja, Hatte ich oder zum Beispiel Mikrofilm, früher, oder? ich hatte ja tatsächlich mal so ein Streamer da im PC drin, 1 oder 2002 oder so ist das gewesen. Ja, aber da sieht man eben auch Oha. ganz gut durch die höheren Kapazitäten, eben zum Beispiel von Festplatten und so, ist das halt auch ökonomisch meine ich, nicht mehr so sinnvoll. Ja, ich Ja. meine. Gut, ich weiß nicht. Du kennst sicherlich noch ein paar Co-Prozessoren, die alle verschwunden sind. Also nicht verschwunden in dem Sinne, dass sie jetzt für immer weg sind, sondern sie sind abgewandert und man hat sie jetzt nicht mehr speziell auf dem Mainboard oder sowas. Also ich kann dir da auf jeden Fall einen nennen. Das ist nämlich die FPU oder die Float Point Unit. Die für Gleitkomma-Berechnungen ist. Ne? Und die ist ja in die CPU gewandert. Da gibt es ja noch mehrere von diesen Dingern. Ja, also, Oder? wir kennen ja die x86-Architektur, muss ich glaube ich soweit nicht erwähnen. Und es gibt ja auch noch zum Ja. Beispiel x87, Das eben. ist so ein Co-Prozessor dann eben. Also, das ist erstmal eigentlich nur eine Untermenge des Befehlssatzes für eben Gleitkomma-Berechnungen. Aber es ist dann tatsächlich so, dass es halt früher noch, zum Beispiel bei einem 386er oder auch noch bei einem 486er SX, Ja. durch einen separaten Co-Prozessor dann implementiert war. Und der musste dann gesondert gekauft werden und auf den Sockel eben in der Hauptplatine gesteckt werden. Genau, ja. Also den hast du auch nicht unbedingt gebraucht. Also wenn du jetzt nur dein Tanks oder dein, was weiß ich, Snake gespielt hast, dann ist das vollkommen Wurst gewesen, ob du so einen Co-Prozessor hattest oder nicht. Aber wenn du jetzt hier großartige Tabellenkalkulationen auf der Arbeit gemacht hast oder nee, wie nennt sich das? SAD, nee, S, wo man CAD oder was meinst du? CAD, genau, CAD, wo man also quasi irgendwelche Modelle erzeugt hat oder so, da war das halt extrem wichtig, so einen Co-Prozessor zu haben, weil der dann eben massiv die Berechnungen beschleunigt hat, weil er sie halt einfach übernommen hat. Ja, genau. Ich meine, man kann natürlich dadurch einen massiven Geschwindigkeitsvorteil erzielen durch diese Co-Prozessoren. Auch nicht. Ein Beispiel, was für diesen x87-Code, glaube ich, der noch mit so am häufigsten verwendet wird, ist immer der Benchmark SuperPi, weil der ist ja im Übertakterkreisen bis heute relativ verbreitet und der wurde halt in den 90er Jahren darauf optimiert. Aber ja, an sich natürlich, diese Co-Prozessoren sind halt einfach ausgestorben, auch da durch die Miniaturisierung. Das heißt, die Ja. Funktionalitäten, die man da in diesen Co-Prozessoren hatte, die sind jetzt einfach in die CPU gewandert, hat natürlich da auch nochmal den Vorteil, dann kürzere Wege einfach. Ja, das Genau, heißt, die ja. Latenzen sind da deutlich gesunken, was Ja, und jetzt. die Rechenpipeline, es macht einfach keinen Sinn, dass es dann irgendwo da draußen sitzt, wenn du da innen drin, genau, weil du sagst, wegen den Latenzen, das muss dann ewig lang warten. Und dann, ja, Genau, dann verlangsamt es nur. und auch wenn du natürlich davon ausgehen kannst, jeder Prozessor hat heute eine schnelle Fließkommaeinheit verbaut und so weiter, dann ist das natürlich auch ganz klar, dass das auch flächendeckend genutzt wird. Und das ist natürlich was anderes als zu einer Zeit, in der das noch eher so ein optionales Ding war. Ja, also deswegen, heute gibt es keine Socke mehr für Co-Prozessoren auf irgendeinem Mainboard oder so. Deswegen, also ich meine, wenn man am ehesten das so hindrehen möchte, ja, dann ist ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber am ehesten ist ja eigentlich heute der Grafikchip ein
Co-Prozessor, ja. Nee, das ist überhaupt nicht schräg, das ist so. Ja, klar, ich meine, das verbindet man halt jetzt nicht als typischen Co-Prozessor, der in so einem dedizierten Sockel da kam, ja, aber im Endeffekt, wenn man sich den PCI Express-Steckplatz vorstellt, wie so ein, ich habe ja auch so Slot-CPUs zum Beispiel, also wenn man so will, dann ist ja die Grafikkarte eigentlich so ein Slot-Prozessor für die Grafikberechnung und insofern könnte man sagen, ist das heute immer noch... Co-Prozessor auf Steroiden. Genau, ist das eigentlich immer noch ein Co-Prozessor, aber ja, wird man jetzt glaube ich nicht darunter verstehen, so allgemein. Nee, natürlich nicht, aber im Endeffekt ist es so, also es war ja von Anfang an so, dass man dann, als es losging, dass es dann irgendwann ausgelagert werden musste. Nvidia hat doch damit angefangen, oder? Was meinst du jetzt? Mit dem Auslagern der GPU oder der grafiklastigen Berechnungen. Nee, also ich meine, du hast ja auch schon in den 80ern und so, hast ja auch schon da Grafikkarten gehabt. Das waren dann immer so die Features, so wie viel Zeichen kann diese Karte darstellen. Ja, das waren damals so die Killer-Features. Ja, aber man weiß nicht, was jetzt so sagen soll, eigentlich so. Ne? Ich meine, aber natürlich, was natürlich durch die Programmierbarkeit gekommen ist von diesen Grafikchips, ja, und damit verbindet man ja den Begriff GPU dann auch, weil das war in diesem Hardware TNL und so, und ist dann natürlich immer weiter Pixel Shader und so, weiß man ja alles, gewachsen, natürlich einfach diese Flexibilität halt da. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich der Grund, warum heute Nvidia auch in der Industrie, sag ich jetzt mal, so als Zukunftsplayer gesehen wird, weil die halt eben halt früher einfach nur Spiele beschleunigt haben, aber heute kann man, KI. Gilt natürlich für Radiance auch, aber das, wie gesagt, Treiber-Sache und so, das hat jetzt nicht so Priorität anscheinend, ja, halt eben für diese ganzen Sachen wie Maschinenlernen und so, da ist das halt natürlich heute auch gefragt, diese Power, die man da hat und diese Programmierbarkeit. Sag, denkst du, die GPU wandert zurück in die, oder wandert auch in die CPU, also wird dann implementiert, sodass sie als Co-Prozessor dann verschwindet? Wenn jetzt, wir haben das natürlich schon, so das ist ja wieder auch ein ganz, ganz spannender Punkt, so, ja, dass mit den APUs, ja, integrierten Grafikeinheiten, gerade im Notebook, ja, Standard, muss man sagen, und auch bei vielen Desktop CPUs natürlich, auch wenn die dann oft nicht Office-Rechner benutzt werden von den Gamern, ja, die haben die dann immer so eher als Backup-Lösung, wenn mal die Grafikkarte stirbt. ich meine, wie gesagt, ich denke, da sieht man einfach halt ganz gut diesen Split, ja, für eben mobilen Einsatz, für Office-Rechner, das ist absolut ausreichend, das sieht man auch dadurch schon, dieser Einsteigerbereich für Grafikkarten, ja, so Grafikkarten für 30, 50 Euro, der ist heute eigentlich komplett ausgestorben. Da erscheint nichts mehr, da ist auch nicht mehr viel gelistet so im Preisvergleich. Und das ist natürlich einfach der Faktor, weil früher haben Leute sich für 30, 50 Euro eine Grafikkarte gekauft, die gesagt haben, hey, ich brauche vielleicht eine Videobeschleunigung, ich brauche vielleicht ganz grundlegende 3D-Funktionalitäten, aber ich will da keine aktuellen Spiele mitspielen, ich brauche da nicht viel Leistung. Wäre schön, wenn das vielleicht noch passiv gekühlt wird. Die haben halt eben genau für 30, 50 Euro da so eine Grafikkarte gefunden. Aber heutzutage eben das, was ich angesprochen habe, die Anforderungen, wird heute locker erfüllt von dem, was in Prozessoren integriert ist, APUs, ja. Zum Teil sogar wirklich eingeschränkt auch für aktuelle Spiele zu gebrauchen. Und insofern, ne, wenn man sich heute eine Grafikkarte holt, dann eigentlich wirklich nur deshalb, weil man halt hohe Anforderungen hat an die Rechenleistung. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir ein Aussterben der Grafikkarte sehen werden, weil... Nischenprodukt dann? Grafikkarte wird zum Nischenprodukt. Nee, ist glaube ich auch nicht, weil, wie gesagt, man geht ja eigentlich so ziemlich immer an die Grenzen des technisch Machbaren, auch wenn natürlich der ein oder andere Gamer das vielleicht für Mumpe zeiten würde, wenn er die heutigen Release-Zyklen sieht. Man sieht es ja einfach an der Leistungsaufnahme. Ja? Wenn du Grafikkarten hast, die da 200, 300 Watt unter Last einfach wegballern und auch die dementsprechend dimensionierten Spannungswandler da sieht und was da auf einer High-End-Karte ja wirklich alles an Material und Kühlaufwand steckt, dann ist das halt einfach nicht realisierbar in einem Prozessor selbst. Und dann ergibt es halt auch mehr Sinn zu sagen, hey, ich lagere das aus. Ich meine, was eigentlich generell so die Schwachstelle ist, finde ich, das merkt man heute noch bei diesem ATX-Standard, ja. Ich meine, die Grafikprozessoren, das sind ja heute die
die Haupthitzequellen in einem PC, Ja. zumindest von der Leistungsaufnahme auch über einen Prozessor normalerweise angesiedelt, aber eben historisch noch, weil ja über diesen Erweiterungskarten Gedanken dafür gebaut werden, haben die eigentlich immer noch relativ blöde Beschränkungen, finde ich, von den Ausmaßen, ja, was die Kühlkonstruktion angeht, ja. Deshalb Ja. drei Slots ist ja schon böse grenzwertig und so, ja. Und dann auch Ja. mal das Problem mit dem Durchbiegen und dass die irgendwie auch nicht so gut in einem Gehäuse Strom da sitzen, ja, weil zum Beispiel ein Prozessorkühler, den kannst du ja schön mit dem Hecklüfter, Deckellüfter und so da immer gleich die Wärme absaugen. Bei einer Grafikkarte, die muss ich da zum Teil dann immer noch selbst drum kümmern und das ist alles irgendwie nicht so ganz toll darauf ausgelegt, finde ich. Und ja, da merkt man auch so ein bisschen eben, dass zur Zeit, wo dieser ATX-Standard Entworfen entworfen wurde. wurde, genau, dass da einfach die Abwärme von Grafikkarten kein großes Ja. Thema war und heute hat sich Die haben das da dann ein wahrscheinlich bisschen gar nicht drüber geändert. nachgedacht. Ja, klar, weil ich meine, du konntest ja in den 90ern, die ja auch erst durch die 3D-Grafikkarten dann gekommen, dass die mit steigender Rechenleistung halt dann auf einmal, ne, wie Zu beim, heiß wurden, genau, ja. zu heiß wurden und dann halt Kühlblöcke gebraucht haben, Lüfter drauf und so weiter und so fort. Ja. Ja, Ich ist meine, ganz, früher ganz gab es ja auch noch spannend. CPUs ohne Kühler. Genau, ja, das ist ganz klar. Also so ein 386er oder so, den musste man dann noch nicht kühlen. 486er kamen dann so diese passiven Kühlkörper auf, waren dann eigentlich Pflicht und dann mit immer mehr Megahertz, ja, und Pentium-Zeiten, dann kam halt schon diese aktiv Ja, da stand dann immer Lüftung. auf den Prozessoren drauf, Fan required, and heatsink in fan required oder Naja, sowas. es waren einfachere Zeiten, ne? Aber nicht unbedingt besser, weil auch bei den Grafikkarten ja, ich meine, das waren ja auch so richtig niedliche 40 mm Lüfter oder sowas, ja. Die haben Oh, dann auch dementsprechend hohe schrecklich. Drehzahlen gehabt und vor Ja. allem die Haltbarkeit ist auch echt mies. Also das ist echt ein bisschen traurig, wenn man, wir haben natürlich in der Redaktion einen großen Vorrat auch an alten Grafikkarten und der Hauptdefektgrund bei diesen Grafikkarten ist immer, Lüfter ist halt defekt. Ich meine, klar, wir werfen die jetzt natürlich dann nicht weg, weil man kann natürlich eine andere Kühlkonstruktion da drauf oder halt einfach so einen Lüfter davor stellen, ja, dann der im Endeffekt dann eh viel mehr bewegt, als das kleine Ding, das mal vorinstalliert war. Aber das ist halt wirklich brutal, dass eigentlich der Lüfter bei diesen alten Grafikkarten so das Hauptverschleißteil ist und richtig Probleme macht. Das hat sich zum Glück auch deutlich gebessert. Aber irgendwie kommen wir jetzt ein bisschen Ja, vom genau. Thema ab, ja. Nächste obsolete Hardware, bitte. Ja, aber Prozessoren hatten wir vorhin noch, also wo man es halt auch kurz gut sieht, Cache auf dem Mainboard, Ja, ja. stimmt, Ähm, stimmt, ich ja. meine, ganz früher, ne, hatten die CPUs ja sowieso keinen Cache, kam er dann im Laufe der Zeit auf, zum Beispiel mit dem 486er hatten wir das dann in die CPU integriert schon, Ich glaube, L1-Cache. 8 Kilobyte oder sowas. Genau. Also wenig. Oder Kibibyte müssten das eigentlich sogar Kiwi sein. bei. Oh, Entschuldigung. Sorry. Da spreche ich schon mit dem Experten dafür und dann kriege ich es noch nicht mal richtig Jetzt haben geschissen. wahrscheinlich Kiwi zehn bei. Leute gleich Daumen nach unten gedrückt. Oh, tut mir leid. Asche über mein Haupt. Mea culpa. Ja, aber tatsächlich. Ich habe letztens einen Artikel über Cyrix, falls es jemand kennt, geschrieben. Und da ging Und das. wer nicht, der sollte unbedingt einen Artikel lesen. Aha. Der Genau, aber einfach noch nicht am dann Markt kaufen. ist. Das ist, glaube ich, erst in der nächsten Ausgabe dann. Ja, das ist korrekt. Auf jeden Fall, da ging das auch so. Da stand dann immer in den Tabellen so, beim L2-Cache, der war anscheinend auch auf dem Mainboard oder konnte auf dem Mainboard sein, immer abhängig vom Mainboard. Also von 0 bis, weiß nicht, 16 Kilobyte oder was man da haben konnte. Das fand ich schon, das wusste ich vorher nicht, ehrlich gesagt. Und das hat mich, dachte ich mir auch so, ah, interessant. Das ist ja krass. Genau, ich meine, auch da wieder so ein gutes Beispiel hat halt früher, war das halt schwierig in die CPU zu integrieren, einfach mit der groben Fertigung. Und da war auch Geschwindigkeit noch nicht so wichtig, ja. Konnte sich da höhere Latenzzeiten erlauben. Heute natürlich, ich meine, man merkt so beim RAM, wie lang, ich meine, natürlich ist RAM heute so viel schneller als das, was man da vor 20, 30 Jahren und so weiter hatte. Aber die. Ja, einfach da der reine Weg sorgt für eine so viel höhere Latenz, also selbst die L3-Caches immer noch deutlichen Geschwindigkeitsvorteil einfach bieten. Aber natürlich, im Laufe der Zeit sind ja immer mehr von diesen
also haben die Prozessoren einerseits immer mehr Cache-Stufen erhalten, ja, zum Beispiel beim AMD K6 3, ja, da war ja dann, oh cool, der hat jetzt L3 Cache, ja, und so, oder bei dem Broadwell für den Desktop, da gab es ja sogar diesen L4 Cache, ja, was ja ganz spannend auch war, der auch in einigen Anwendungen gebracht hat. Also, um es kurz zu machen, wir haben immer mehr Cache-Stufen, aber damit die eben auch ihren Geschwindigkeitsvorteil da ausspielen kann, müssen die natürlich dann in den Prozessor integriert werden, weil nur dann haben sie diesen ganz kurzen Zugriffszeiten einfach. Und wie gesagt, für alles andere hat man ja eh den Arbeitsspeicher mittlerweile, wenn man wirklich mehr Kapazität einfach braucht, als man da in einem Prozessor so integrieren kann. Aber klar, deswegen, also heute setzt keiner mehr irgendwelche Cache-Bausteine auf dem Mainboard ein. Das ist definitiv was durch die technische Entwicklung einfach jetzt obsolet geworden ist. Ich glaube, das vermisst es auch, glaube ich, keiner, weil warum sollte man extra Bausteine kaufen, um dann einen viel langsameren Prozessor zu haben? Das ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Because of reasons. Nee, keine Ahnung, macht echt keinen Sinn. Aber auch so, sieht es dann auch mit dieser South Bridge, die, also bei so einem System on a Chip, da ist doch alles integriert dann quasi. Ja, das ist auch was, was natürlich nicht mehr auf dem Mainboard so häufig verbaut ist. Also natürlich bei klassischen Mainboards haben wir immer diese North-South-Bridge-Teilung. Ja, also im Endeffekt, ja, North-Bridge kommuniziert halt direkt mit dem Prozessor, haben wir Speichercontroller auch oft drin, der natürlich heute auch im Prozessor gelandet ist, PC Express, und dann über South-Bridge bindest du halt so Sachen an wie die Laufwerke. Alles im Prozessor verschwunden. Das ist entweder in den Prozessor verschwunden oder du hast heute eigentlich effektiv nur noch die South Bridge halt auf dem Mainboard, ja, das ne, PCH nennen oder wie auch immer du willst. Ähm, Den aber, aber Chipsatz im Endeffekt quasi. von der klassischen Funktionalität ist das eigentlich heute mittlerweile eher die South Bridge noch, die man dann auf dem Mainboard hat, und diese typischen North Bridge-Funktionen, wie jetzt eben RAM-Controller, die sind CPU gewandert. Und wie du schon gesagt hast, bei den Systems on a Chip, da weil das dann halt komplett auf dem Mainboard dann eigentlich nur noch die eventuell irgendwelche Zusatzcontroller halt für Sachen, die halt dann nicht in diesem SoC drin sind. Ja, die rein physischen Anschlüsse und so weiter. Ich meine, ob das Alles so der weitergeht, ne, keine Ahnung. Militarisierung geschuldet, ne? Ja, genau, weil es halt einfach möglich ist, weil es auch eine Kostenersparnis ist natürlich, weil gerade jetzt für Mobilgeräte, für sehr Anwendung, das ist halt natürlich einfach toll, wenn du nicht da extra Chips verbauen musst, der Platine mit Funktionalitäten, die dann relativ einfach auch in den Prozessor integriert werden können. Deswegen gesagt, muss man mal schauen, wie das da weitergeht im normalen Desktop-Bereich, weil da hast du ja nicht unbedingt diese Anforderung, hey, ich kann mir keinen extra Chip auf dem Mainboard leisten vom Platz oder von den Kosten her. Deswegen denke ich jetzt mal, dass dieses aktuelle Konzept mit den Mainboard-Chips, ja, das ist sowas wie ein X570 oder ein Z490 oder so. Ich denke, das wird jetzt schon noch erstmal so weitergehen. Weil man da nicht Klar. alles unbedingt in die CPU packen muss. Ja. Ja, und es müsste dann auch alles recht vereinheitlicht werden und ja, kommt aber bestimmt auch noch. Wollen wir vielleicht auch noch auf ein paar Sachen, die man heutzutage eigentlich gar nicht mehr nutzt? Sowas wie Röhrenmonitore, meinst du? Zum Beispiel, ja. Ja, auch da natürlich technische Entwicklung. Es gab ja so eine Übergangsphase, das ist eigentlich auch wieder ein bisschen an den Podcast jetzt angelehnt, den wir mit Manuel neulich hatten. Da ging es um der vergangene Podcast, da ging es ja um Monitore, da kann man reinhören, wenn einem das ein bisschen interessiert. Aber geht es natürlich hauptsächlich auch um aktuelle Monitore, nicht um so alte Technik, die man heute nicht mehr verwendet. Eigentlich geht's nur, wenn du so sagst, geht's nur um moderne Monitore im letzten Podcast und Genau, aber ja. es wird trotzdem mal ein bisschen angesprochen, so Röhrenmonitore, ja, Existenzberechtigung und so weiter. Also um es kurz zu machen, natürlich in dieser Übergangsphase, wo Flachbildschirme bezahlbar geworden sind ja, mehr oder weniger Standard geworden sind, da gab es immer noch eine Daseinsberechtigung für Röhrenmonitore, gerade wenn man jetzt eben schnelle Spiele gespielt hat, ja, kompetitiv E-Sport und so weiter. Aber auch durch die offensichtlichen Vorteile von den Flachbildschirmen, ne, Handhabung, Strombedarf, viel leichter, dass du da größere Diagonalen erreichen kannst und so weiter und so fort, muss ich jetzt gar nicht alles aufzählen, Nee, ist natürlich nicht. natürlich die
die Röhre selbst in diesen Nischen da eigentlich ausgestorben. Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie noch in wissenschaftlichen Apparaturen oder so zum Einsatz kommen. Auf der neuen Mir oder so. Keine Ja, Ahnung. also so für so Röhren, Oszilloskope oder irgendwie sowas. Natürlich gibt es immer noch irgendwo Anwendungsgebiete, ja. Zum Beispiel ein Fall war ja auch, meines Wissens, ich glaube, das ist nicht vielen bekannt. Und ich hoffe, das ist jetzt keine Story, die ich aufgesessen bin, ja. Aber zum Beispiel eigentlich ein Grund, warum diese 120 Hertz-Bildschirme, die ja dann am Anfang vor allem als 3D-Bildschirme ja vermarktet wurden, ja, Ja, stimmt, aufgekommen tatsächlich, ja. sind. Das war, soweit ich weiß, wie gesagt, kann das nicht garantieren, dass das stimmt, aber soweit ich weiß, war der Grund, dass eben an diesen Flughafenkontrollen, ja, wo ja immer die Koffer gescannt werden und sowas, Ja. da haben sich halt die das eingesetzt haben, halt beschwert, als von Röhrenbildschirmen auf Flachbildschirmen gewechselt wurde, weil das läuft ja so durch, ja, das ist so ein Band, ja, was da durchläuft. Und mit den damaligen Schaltzeiten, Reaktionsgeschwindigkeiten und eben auch diesen nur 60 Hertz, konntest du da einfach dann nicht so präzise erfassen, was da jetzt gerade gescannt wird, als mit einem Röhrenbildschirm. Und daher kam dann halt dieser Bedarf, hey, wir brauchen da einfach mehr als 60 Hertz, wir brauchen da kürzere Schaltzeiten. Und wenn du das dann halt eh entwickeln musst und dann auch diese Vorteile natürlich dann hast, dann kannst du die auch woanders dann nutzen. Wie Klar. gesagt, ich hoffe, das ist jetzt keine Story, wo ich irgendwie aufgesessen bin, aber es ergibt für mich auf jeden Fall Sinn, dass man da schnellere Bildschirme gebraucht hat als die frühen Röhrenbildschirme, als die frühen Flachbildschirme. Und dass das dann auch so rübergeschwappt ist, wieder zurück zum PC-Markt. Also Aber du meinst die Dinger, wo man deinen Koffer reintut und dann wird es gescannt ja, genau, die haben ja für. solche Kontrollmonitore dann eben. Ja, Und wie genau. gesagt, natürlich, das waren dann früher solche Röhrenbildschirme. Und als dann natürlich der Wechsel kam auf Flachbildschirme, sind dann auch da Flachbildschirme eingesetzt worden. Nur hat man dann eben Und alle relativ haben sich schnell gemerkt, beschwert. hey, Ja. die können ihren Zweck nicht so erfüllen, wie sie es eigentlich sollten. Und weil das halt dann, Ja. ja, könnte man schon durchaus sagen, sicherheitskritisch ist, ja. Ja, weil ich meine, dass das ein Koffer ist, das sieht ja auch von außen, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man auch genau erkennen könnte, was da drin ist. Ja. Ja, genau, dann ist halt da auf jeden Fall ein Bedarf da gewesen. Aber klar, kann natürlich immer noch sein, dass das in bestimmten Nischen immer noch mal Röhrenbildschirme eingesetzt werden. Ich meine, auf eine gewisse Art und Weise, Manu hat ja auch noch eine Röhre, ne? Insofern haben wir da auch noch einen redaktionellen Einsatzzweck, weil er die irgendwie ab Ja, und zu mal gebraucht. meistens hat er, glaube ich, nur nostalgische Gründe, aber er hat tatsächlich, das haben wir auch im letzten Podcast, glaube ich, angesprochen, hat er damit geguckt, ob die Reaktionszeiten oder sowas ähnlich sind heutzutage. Ich habe es schon wieder vergessen, aber er hat damit auf jeden Fall rumexperimentiert und rumgetan. Also, Ja, klar, für redaktioneller Einsatz. Vergleichszwecke nutzt man die ja dann eigentlich viel Genau, mehr. genau. Also, er hat jetzt dann nicht den Röhrenmonitor neu getestet oder so. Dann halt Und was natürlich geguckt, heute auch nochmal eben das ja schwerer macht, dass ja heute die aktuellen Grafikkarten jetzt kein analoges Signal mittlerweile mehr ausgeben. Das heißt, wer jetzt vielleicht immer noch sehr langen Röhrenbildschirm genutzt hat, einfach, sag ich mal, weil der halt funktioniert hat, ja, warum soll man den wegschmeißen oder so, der muss heute ja nochmal extra Kosten dann wieder aufwenden für entsprechende Adapter und so weiter und dadurch wird das halt noch wesentlich unattraktiver. Ja, Aber was man ja genau. mit den Röhrenbildschirmen verbindet, das ist ja so die Zeit, wo Joysticks aktuell und cool waren. Ich finde das ein ganz lustiges Phänomen mit den Joysticks, weil ich würde jetzt böse behaupten, die sind auch auf dem PC-Friedhof gelandet, insofern, dass sie halt auch nur noch eine Nischenlösung sind. Ja, Aber weiß ich noch nicht mal, also wenn du, wozu braucht man das noch? Wenn du jetzt hier so ein wirklicher Fan von Flugsimulationen bist, dann holst du dir da so ein richtiges Ding oder spielst das mit dem Gamepad? nicht die Flugsimulation, das mit dem Gamepad, meinst du? Doch, hätte ich jetzt gesagt, keine Ahnung. Also, Na gut, also wie wenn. gesagt, also deswegen, also ich sehe ja schon, dass das halt, wie gesagt, für bestimmte Spiele ein Vorteil noch ist, aber worum es mir eigentlich halt geht bei dem Beispiel ist, dass der Joystick, das ist so das Symbol gewesen früher, oh, das Für ist ein Gamer, Gamer. so, genau, so Gamer-Alarm, ja, so Ja, Joystick genau. auf dem Tisch, ja, Ja, und auch bei den alten Filmen aus den 80ern, wenn ein Gamer symbolisiert werden sollte in zwei, drei Frames, dann stand da auf jeden Fall ein Joystick. Da wussten alle Bescheid. Stimmt schon, ja. genau. Also das war so synonym mit Gamer, ja, Joystick und Gamer, das ist so ein und das Gleiche.
Ich meine, das ist natürlich, denke ich mal, solchen Geräten wie zum Beispiel dem Atari 2600 zu verdanken, ja, diesen frühen Konsolen, die man da hatte, die halt so einen Joystick hatten, ja, und wenn Ja. halt das allererste Spielgerät, was man da in den heimischen Verwänden hatte, eben so einen Joystick hatte und dann auch die Spiele entsprechend ausgelegt waren, dann ist natürlich klar, warum sich das so lange durchzieht, aber sag ich mal, der Joystick so als Standard-Eingabegerät für Spiele, das war eigentlich nach den 80ern dann schon überholt und dann hat man halt nur noch dann ja, halt, ne, Also sowas wie wir Flugsimulationen und sowas halt damit gespielt. Also ich habe zum Beispiel auch noch ja. einen Joystick im Schrank, ja, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich bin so böse Anti-Joystick, weil ich nie einen benutzt habe. Nee, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, Microsoft Sidewinder Force Feedback O2 oder irgendwie sowas müsste der heißen, ja. Ja, wir haben auch noch einige im Lager Das letzte Mal, was stehen. ich mich erinnern kann, ist, dass ich da Helikopter geflogen bin in New York und festgestellt habe, dass man durch Hochhäuser durchfliegen kann. Ich sage jetzt nicht, warum ich das probiert habe. Aber die, ja, wie gesagt, so als Standard-Eingabemethode ist das halt einfach nicht mehr aktuell. Und auch Nee, deswegen gar diese und nicht. dieses Klischee eben Joystick und Gamer, finde ich, wurde gefühlt 20 Jahre länger benutzt, als es eigentlich angesagt Totgeraten, war. Ja, ja das. ja, aber also heutzutage, wie gesagt, wenn du spielen willst, dann macht das halt wenig Sinn, weil du teilweise dann auch die Tastatur damit zu benutzen musst, damit du alle Funktionalitäten dann gemappt bekommst. Ja, was halt cool ist bei diesen Joysticks, ist natürlich, weil man ja so eine relativ große feste Basis hat, die auf dem Tisch steht, konnte man da halt schon recht früh relativ mächtige Motoren einbauen, so für Force Feedback. Und das ist natürlich bis heute selbst bei Gamepads in der Form nicht möglich. Also diese Gegenkräfte, die man bei so einem Joystick dann haben kann, das ist schon relativ cool, muss ich sagen. Also wie bei so einem Lenkrad quasi. Genau, natürlich bei Lenkrad ist es genau das Gleiche. Da einfach auch durch diese große Basis, die man da hat, wo das aufgesetzt wird, kann man da relativ große Kräfte mit Motoren umsetzen und dem Spieler da richtig immer Feedback geben eben. Das ist jetzt bei einer. Karpaltunnelsyndrom kriegt er dann. Ja klar, man kann natürlich auch anstrengend sein, aber ich weiß noch, also das war halt cool, wenn du so jetzt gefühlt, ne, so 2000, 2005 oder so, wenn da die Kinder, Jugendlichen immer in den PC-Geschäften waren, die sind immer an den allerersten Joystick, der ausgesteckt war, haben da immer mit so Joystick-Fights im Prinzip gemacht. So bin ich stärker oder der Joystick, weil es einfach so cool war, diese Gegenkraft dazu haben. Ja. Also insofern Ja, ist das schon was Faszinierendes und das hat man jetzt eben bei einem Gamepad nicht oder bei einer Maus oder sowas. ja, nicht in dem Maße zumindest. Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das dann mit diesem DualSense-Controller von der PS5 aussieht. Weil also es geht, sicherlich kann der nicht so viel krass Kraft übersetzen wie ein Force-Feedback und dein Joystick oder so ein Lenkrad. Aber ich bin dennoch interessiert daran, wie sich das dann quasi wandelt, ob was das macht. Vielleicht schafft es das ja doch irgendwie in die Richtung oder so, dass du da wirklich denkst, du hast da ein Lenkrad in der Hand. Also, das sagt ja zumindest das Marketing. Weiß, Ich man darf dem bin da mal Gesülze skeptisch auf nie jeden Fall. glauben. Ja, klar, ich sag's ja gerade immer. Ich weiß, man darf dem Gesülze in der Regel nicht glauben, aber das hört sich schon gut an und ich muss es ausprobieren, Ich meine, bevor ich dann. das ist aber die Sache, weil du Lenkrad erwähnt hast. Ich meine, das ist ja der Unterschied. Das Spiel Lenkrad war nie Mainstream in dem Sinne. Also es war immer nur eine Nischenlösung für Leute, die eben Rennspiele intensiv spielen, Rennsimulationen. Aber wie gesagt, der Ja. Joystick hat, wenn man jetzt so will, ein bisschen den Niedergang von dem Standard-Eingabegerät für Spiele gemacht zu eben Nischenlösung für Flugsimulationen und sowas. Und insofern ja, ist das, wenn man das jetzt so ausdrücken will, schon ein Verlierer einfach der Entwicklung. Aber ist heute auch noch aktuell, kann man benutzen. Insofern wird er wahrscheinlich auch noch weiterleben, viele Jahre auf jeden Fall. Ja, klar. Eben als Nischenprodukt. Ich glaube, wo aber die meisten Leute froh sind, dass es das definitiv nicht mehr gibt. Und das ist auch wirklich eine der wenigen Sachen, da habe ich noch nie jemanden gesehen oder gehört, Ich glaube, ich der dem weiß, was jetzt kommt. nachgeweint hätte. Das sind eben die Kugelmäuse. Ja, ich wusste es.
Ja, nee, dem weine ich sicherlich nicht nach. Ich kann es nachvollziehen, mit einer nostalgischen Gefühlen nachweinen, weil natürlich ne, die erste Maus, die man hatte, oder immer dieses Ritual, diese Mausballreinigung oder sowas, ja. Oder immer dieses dauernde Absetzen. Wenn man nicht mehr richtig getroffen hat im Spiel. Weil man nicht die richtige Stelle da erwischt hat, wo die Maus noch läuft oder sowas. Aber an sich, also das ist wirklich eine Sache, die einfach überholt ist. Natürlich eine Maus benutzt man immer noch, das ist ganz klar. Und eine Maus ist natürlich heute umso wichtiger eigentlich. Das ist auch eine ganz lustige Sache mit der Maus, weil ich fand immer in den 90ern, dass Maus immer so ein bisschen was für, ich sag jetzt mal, Streberspiele war. Also, was ich damit meine, ist, Mäuse wurden halt genutzt für Adventures. Ja, da waren die halt populär dann. Oder sowas wie Wirtschaftssimulationen, Strategiespiele auch und so. Also, auch tolle Spiele, ja. Aber halt eher, sag ich mal, kopflastig und auch eher gemächlich vielleicht vom Spieltempo. Und jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, so die coolen Spiele, ja, wo man ballern musste, wo man Rennen fahren musste, was auch immer, die waren dann auch auf dem PC eigentlich immer noch mit Tastatur only, also auch die ganzen Menüs und so waren dann, zumindest halt in den 90er Jahren und so unter DOS-Zeiten und oft echt nur auf Tastatur ausgelegt, da gab es gar keine Mausunterstützung. Und da merkt man eben auch ein bisschen wieder diesen Wandel von dieser Gaming-Kultur, ja, während es eben heute der PC-Spieler immer ganz stolz, ne, auch von diesen Aiming-Vorteil und so weiter, die man mit der Maus hat, spricht eben, finde ich, war das halt früher noch eher so das Office-Gerät, was dann so langsam in immer mehr Spielen so sich durchgesetzt hat, was natürlich einfach Vorteile hat, ne, weil du halt super präzise mit steuern kannst und so weiter. Ja, du musstest aber auch früher bei den Shootern, da musstest du ja nur in die Richtung schießen. Also, weil es ja auch kein richtiges 3D war. Da wurde dann immer nur auf der Ebene gezielt, aber nicht in der Höhe und sowas. Klar, ich meine, das passt sich ja dann immer der jeweiligen Entwicklung an und wenn so ein neues Genre jetzt entsteht, wie so ein Ego-Shooter zum Beispiel, dann ist natürlich die erste Ausgeburt davon auch noch nicht die finale Version. Da wird natürlich nochmal optimiert bei den Eingabegeräten. So, WASD gab es auch noch nicht. Da hat man auch noch mit den Pfeiltasten gesteuert. Ja, genau. Das wird ja dann popularisiert durch den Thrash, diesen Quake-Spieler zum Beispiel. Quake, ja genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja, genau, weil der hatte ja, das war ja der damals den Ferrari von John Carmack gewonnen hat. Und dementsprechend hatte der natürlich dann schon einen Ruf und da gab es diese sogenannte Quake-Bibel. Und da hatte der eben dann zusammengefasst, als einfach Tipps, ne, für Spiel, wie man das konfiguriert und Strategie und so weiter. Und da war halt auch diese WASD-Belegung drin. Und ich glaube, die WASD-Belegung war dann auch eben als Standard auswählbar in zukünftigen Versionen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das gelaufen ist. Aber im Prinzip geht diese Popularisierung auf den zurück. Das war nicht der Erste, der das genutzt hat, aber daher kommt diese WASD-Belegung als so eine Standardbelegung, die man heute in einem Ego-Shooter eigentlich immer hat, wenn man das startet. Und wenn einem das nicht gefällt, ja, wenn man zum Beispiel meint, ich hätte gern links mehr Tasten oder so, dann muss man das halt immer noch manuell ändern. Ja, ja. Hast du diese Quake-Bibel bei dir zu Hause stehen, auf deinem Quake-Altar? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die überhaupt in gedruckter Form gibt, offen gesagt. Weil die wurde so genannt, aber das ist eigentlich nur so ein Textdokument, soweit ich also weiß. Ach so, okay. Also vielleicht gibt es eine gedruckte Form, ich will das jetzt gar nicht ausschließen, aber mir ist jetzt nur bekannt, dass es einfach ein Textdokument ist. Und wie gesagt, und auch heute kann man da jetzt nicht mehr so viel mit anfangen, weil das natürlich ist so auf Fake optimiert, wie man es halt jetzt vielleicht 99 oder so gespielt hatte. Und heute hat es ja auch ganz andere. Das ist ja auch ein ganz lustiger Punkt, weil du es jetzt gerade erwähnst mit den Kugelmäusen und so. Zum Beispiel es gibt ja bei Quake diese Lightning Gun, ja, LG, wie sie mal genannt wird. Das ist eine Waffe, das ist so eine Tracking-Waffe. Das heißt, man versucht einfach sozusagen dem Gegner mit seiner Maus zu folgen, so gut es geht. Und sozusagen die feuert, wenn du jetzt willst, mehr oder weniger durchgehend, ja. Und dadurch kann man halt dann Schaden über Zeit erzielen. Also natürlich, deswegen am besten weiß funktioniert jetzt, wovon das, du redest, wenn der Spieler natürlich dann steht. Aber was ich eigentlich nur erwähnen will, da sieht man halt extrem gut, wie viel besser mittlerweile die Maustechnik geworden ist, weil die LG, der LG-Schaden eigentlich mit jeder Quake-Version immer geringer geworden ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was man da hatte in früheren Titeln, aber ich glaube, da ist man so Pi mal Daumen bei 10 oder sogar noch mehr Schaden pro LG-Schuss, wenn man es jetzt sozusagen ausdrücken will. Und aktuell bei Quake Champions ist man da bei 6 angelangt. Und das ist halt schon, deswegen ist die LG aus heutiger Sicht in sowas wie Quake World halt extrem mächtig einfach, weil die so viel Schaden raushaut. Aber die wurde halt eben entwickelt
zu einer Zeit, als Kugelmäuse Standard waren. Und da war man dann vielleicht happy, wenn man, weiß ich jetzt nicht, so 20% oder so 25% Trefferquote hatte, wenn das eben heute sehr gute Spieler da auf 60% oder sowas kommen. Das ist natürlich schon ein brutaler Unterschied dann einfach. Und das ist halt eben möglich gewesen, auch durch diesen Wechsel von der Kugel zur optischen Maus eben, die dann natürlich auch in der Übergangszeit ein bisschen tricky war, ja, gerade mit den Oberflächen und so, das war ja nicht ohne, muss ja, man auch ja, wieder stimmt. sagen, also auch da, man hat immer so eine, nicht so eine Übergangszeit, in der so eine neue Technik auch erstmal große Nachteile hat, aber wie gesagt, heute 2020, wie gesagt, zeig mir einen Menschen, der Kugelmäuse vermisst, das ist dann der erste Mensch, den ich sehe, der Kugelmäuse vermisst. Ich habe wirklich noch nie in meiner gesamten Karriere oder auch privat gesehen von jemandem oder gelesen, der Kugelmäuse vermisst. Wenn einer die vermisst und meint, die hätten irgendwelche technischen Vorteile, selbst heute noch, dann bitte mir unbedingt eine E-Mail schreiben. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Ja, ich glaube, maximal vermissen die Leute dann vielleicht die Form von einer bestimmten Maus, aber nicht die Technik der Kugel dann in der Maus. Genau, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Ich will jetzt noch last but not least auf die Floppy Disk zu sprechen kommen, die viele vielleicht von unseren Zuschauern nur noch als Speichersymbol kennen. Oh ja, oh ja. Ja, die 3,5 und die 5,25 Zoll Diskette, also die, wo der Name auch herkommt, Floppy, heißt ja wabbelig. Und es war ja eigentlich nur so ein wabbeliger Pappkarton, in dem eine Magnetscheibe lag, die dann in einem riesigen 5,25 Laufwerk zum Rotieren gebracht wurde, wenn ich das jetzt nicht falsch aufgefasst habe. Genau, ich meine, wenn du noch weiter zurückgehst, dann hast du ja auch noch 8 Zoll zum Beispiel Disketten. Stimmt, da war ja noch mehr. Aber ich würde mal sagen, also ich hatte jetzt keinen Kontakt zu einer 5,25 Zoll Diskette, außer durch ein paar alte Spiele, die ich mal am Straßenrand gefunden und gerettet habe, und da waren eben solche 5,25 Disketten drin. Als bei mir die Computerlaufbahn, sage ich jetzt mal, losging, da waren das bei uns 3,5 Zoll Disketten mit 1,44 Megabyte, Mibibyte, ne? Nicht, dass ich jetzt schon wieder falsch mache, Mibibyte Speicher. Und ich glaube, die konntest du so. Die gab es dann irgendwann mit 3 Mibibyte Speicher, weil die dann High Density hatten oder sowas. Aber ja, bei Floppies könnten es auch normale Mega sein. Bin ich jetzt selbst nicht gerade sicher, weil. Achso. Mist, ist schon wieder falsch. Also wie man es macht, macht man es falsch. Aber die waren im Endeffekt, das waren die frühen USB-Sticks, wenn man so will, ne? Ja, also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Zum Beispiel bei meinem Vater gab es da immer so ein. Also ein Aufbewahrungsschrank, wenn man so will, wo immer diese 5,25 Zoll Disketten drin war. Ich selbst habe die auch nicht mehr aktiv benutzt, habe die da halt immer nur gesehen und bestaunt, weil ich mir gedacht habe, was ist da alles drauf? Wow, ja, so groß, so viel Daten. Ja, das nicht unbedingt. Also ich meine, ich habe schon gewusst, dass die kleineren eigentlich besser sind, aber das war halt irgendwie so cool, weil das war für mich so eine obskure Mischung aus Diskette und Schallplatte. Ja, weil du hast ja schon gesehen, dass das natürlich war diese Hülle, wo die drin war, die war viereckig, aber du hast ja schon gesehen, dass das eine runde Scheibe war. Und ja, das hat mich halt einfach fasziniert. Also ich hab den Schrank öfter einfach aufgemacht und mir das wirklich nur angesehen, ja. Das interessant fand. So, oh, was ist denn da für Daten drauf und so. Ja. Kenne ich nur von meinem Kühlschrank, dass ich den ab und zu aufmache und einfach nur reingucke. Ja, genau. Aber tatsächlich, die, das habe ich auch selber gar nicht gewusst, dass die 3,5 Zoll Diskette, die wurde ja bis in die 2000er rein produziert. Ja, ich meine, ich hab die auch genutzt in den 2000ern. Also, ja, das hört sich jetzt so, also wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, nee, ernsthaft? Krass, so, weißt du? So bis in die späten 2000er, also jetzt 2010 wahrscheinlich nicht mehr, aber die wurden echt lange produziert, von Mitte der 80er oder so. Ja, aber ich kann das auch absolut nachvollziehen, weil wenn wir jetzt mal zum Beispiel ins Jahr, keine Ahnung, 2000 oder so zurückversetzen, ja, also Diskette war zum Beispiel die beste Methode, wenn du irgendwas in Richtung, ich sag mal, BIOS-Updates zum Beispiel machen wolltest. Das ging dann zum Teil auch schon über, da musstest du eine CD brennen, aber wie gesagt, eine CD zu der Zeit, wenn du die gebrannt hast, das war halt dann schon wieder teuer. Ja, du hast erstmal einen Brenner gebraucht und eine CD ist ja auch so teuer, wenn man sie kaufen muss. Ein Rolling, so. Ja, genau. Die waren teuer früher. Und
Diskette war halt da ein, das ist auch eine Sache, die ich auch heute immer noch schätze an der Diskette, auch wenn ich jetzt heute keine Disketten nutze, ja. Aber Disketten waren eben schön einfach in der Handhabung, ja, weil so wie man es heute kennt, auch von einer externen Festplatte, ja, du hast halt das Dateisystem drauf gehabt, du konntest da Dateien drauf kopieren, konntest sie wieder löschen. Der hat dann immer seine Geräusche gemacht und das ist auch in heutiger Zeit sehr langsam gewesen. Aber trotzdem, also wenn ich da in den 2000ern irgendwelche Dokumente gebastelt habe, Jahresarbeit oder was auch immer so, dann habe ich da halt immer Backups einfach auf eine Diskette gemacht, weil das war so eine schöne Größe für Dokumente eben, hat man da richtig viel drauf bekommen. So Texte, einfach Tabellen und so weiter auf eine Diskette noch. Und wie gesagt, es war halt einfach so ein schön einfaches Speichermedium und auch eine Diskette war ja auch Ja. schon sehr günstig. Das heißt, da konntest du auch super wichtige Sachen mal auf einer zweiten Diskette auch nochmal sichern. Ja. Und ja, insofern finde ich, ich meine, ich weiß, es ist irgendwie so ein bisschen so ein Trend geworden, dass man heute immer so, ne, früher die Diskette, was für ein Gammel-Hardware so. Aber Nee, Diskette das war wollte ich jetzt wirklich nicht super, sagen, ne? ja. Ja, also ich weiß das. Ich habe es ja auch zur ganz schön häufig benutzt als Jugendlicher. Und ich kann mich noch entsinnen, dass ich weiß nicht, ob das Indiana Jones war oder so, also ein Spiel von LucasArts, aber das waren dann auch irgendwie 15 Disketten oder so und dann das Install-Prozedere, das oder den Pappkarton, dann wo das dann immer gescheppert hat, wenn du es ein bisschen geschüttelt hast wegen den ganzen Disketten. Klar, das war zu seiner Zeit war das super. Also ich habe da auch viel mitgearbeitet und getan und ist halt lustig, Was halt dass auch, es heute nur noch ein Speichersymbol ist. ja genau, was halt auch lustig war, zum Beispiel als die optischen Medien ja relativ jung waren, noch CDs, dann hat man ja häufiger diese Caddies verwendet, also solche Schutzhüllen, sag ich jetzt mal, weil das war noch das gleiche Prinzip wie bei der Floppy Disk eigentlich, ja, dass du halt die Scheibe sozusagen nicht direkt anpacken solltest. Und dann kam die halt nochmal in so ein extra Schutzgehäuse. Also insofern ist diese Caddies für CDs, glaube ich, auch super. Super, super, super ausgestorben, ja. Weil mir das gerade nur so Ja, einfällt, hätten wir eigentlich ja. auch noch als Beispiel uns notieren sollen. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal bei YouTube, bei diesem Tech Connection oder so gesehen, dass der damit herumhantiert hat. Ja, wir hatten die auch zu Hause und ich muss halt sagen, ich fand die Dinger super dumm. Weil das, die, nee, ist wirklich so, weil das Prinzip ist ja eigentlich ganz okay. Natürlich kann man es jetzt heute wieder kaum nachvollziehen, wenn man heute keine Caddies Hand hat. Aber so das Prinzip ist eigentlich okay, vor allem auch gerade, wenn man jetzt Kinder hat, ja, weil denen ist immer schwer zu vermitteln, warum die schöne, ganz interessant glänzende Seite, ja, nicht angefasst werden sollte. Auch wenn mir das schon klar war, aber ich kann verstehen, warum man das halt eingesetzt hat, einfach, weil die von der Handhabung einfach waren. Aber das Problem war bei diesen Caddies, nach meiner Erfahrung, die sind super laut gewesen, die Scheiben. Weil ich weiß nicht genau, woran das lag, aber es gab so bestimmte Caddies, da wusste ich, wenn du die einsetzt und abspielst, das ist so ein Mörderkrach. Und das ist im Vergleich zu allen anderen optischen Medien, die man bei Highspeed benutzt, so gefühlt Lautstärke mal 3 noch gewesen. Wenn man einen Caddy hatte, irgendwie, wo das nicht hundertprozentig gepasst hat. Ich kann das heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber das war abartig laut zum Teil. Also, Da hat dann deine Mutter immer gewusst, wenn du spielst, ja, ne? zum Beispiel, ist wirklich so, ja. Ist natürlich klar, dass du Nee. dieses Manko da wieder erwähnen musst, ja. Aber, Wie mit nee, dem aber komischen das war wirklich super Tropfenspiel. nervig. Also, es war super, super, super nervig, weil das war so ein Ja, ganz ich kenne die Dinger tiefendes gar nicht. Brummen und brutal laut einfach. Nicht bei allen, aber wie gesagt, das konnte aber passieren. Also da bin ich froh, dass die auf jeden Fall nicht mehr verwendet werden. Und ja, aber um zu der Diskette wieder zu kommen, und die Diskette war ja eigentlich auch deswegen so ein schönes, ich sage jetzt mal, kinderfreundliches Medium, weil klar, du konntest dieses Ja, Ding zur ja. Seite ziehen und da drauf tappen, wenn du es unbedingt machen wolltest. Aber wenn du dir jetzt nicht extra Mühe gegeben hast, da jetzt mal eine Diskette da zu beschädigen, dann hat die extrem viel ausgehalten. Also das war eben auch ein Medium, das konntest du mal 5 Meter durch den Raum werfen und dem ist dann nichts passiert. Und das ist ja bei einer CD, DVD jetzt definitiv nicht der Fall. Ja, wenn die da irgendwo in den Dreck fallen, dann, ja, dann merkst du das, wenn du die beim nächsten Mal benutzen willst. Und Floppy ist da halt eigentlich auch schön einfach von der Handhabung, und ist dann ja eigentlich erst für so Datensicherungszwecke obsolet geworden, als eben USB-Sticks Ja. günstig geworden sind und auch dann von der Und die Kapazität immer mehr Datenmengen, genau, die gestimmt Datenmengen haben. sind ja dann um die 2000er oder kurz davor sind die ja unheimlich explodiert. Also Genau, da hat wahrscheinlich dann auch die
CD ein bisschen ihren Anteil drin daran, weil die ja, Ja, als sie genau. rauskamen, war ja im Endeffekt so groß, wie die meisten Leute eine Festplatten hatten von der Größe. Ja klar, dann durch die Multimedia-Welle auch, dann war es halt auf einmal nicht mehr genug, da wollte man halt Bilder haben, wollte man vielleicht auch Musik haben, ne? MP3 und so Video. weiter. Und dann, ja, dann. Ein Video mit mehr als 360p. Ja, ich meine, das wäre ja schön, wenn du überhaupt ein Video in einer vernünftigen Länge auf eine Diskette bringen könntest, der geschweige von Ja, 360p. klar. Aber ja, klar, wie gesagt, es halt, wird nicht mehr weiterentwickelt, war dann einfach überholt, ja, muss man sagen. Aber Nun denn? war schön, solange sie existiert hat. Ja, Ich habe auch heute noch und ein USB-Floppy-Laufwerk, also. Nein, echt? Ja, doch. Ist aber von der Handhabung nicht ganz so cool wie ein echtes Floppy-Laufwerk, weil, wieder fast vergessen, aber ich glaube, das Ding registriert nicht bei Diskwechseln, muss man, glaube ich, das immer neu anstecken oder so, weil das nicht so ganz versteht, weil man da ein Medium ausgetauscht hat. Und das wird dann so verwaltet wie so ein, wie gesagt, von der erkannt wird das eigentlich wie so ein normales, eine externe Festplatte oder sowas. Aber wie gesagt, aber das versteht dann irgendwie nicht, wann du eine Disk wechselst. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Nachteil ist, nur bei diesem USB-Gerät, was ich da habe, oder ob das ein generelles Nachteil ist mit solchen Floppy-USB-Geräten. Aber wenn man heute noch, warum auch immer, ja, wenn man irgendwie auf alten Floppies rumliegen sieht oder einfach mal wieder das Gefühl haben will, dieses beim Schreiben zu hören, Es hört sich cool dann an, kann ja. man durch so ein USB-Floppy das nochmal. Ja, sich geben. Kostet, glaube ich, so ungefähr 10 Euro oder so, wenn man das machen will. Krass. Wer mag, es gibt auch im Internet Bastler, die haben dann irgendwie 300 Floppy-Laufwerke zusammengeschaltet und dann dieses Geräusch, dieses typische Geräusch, wenn man eine Floppy liest oder schreibt, benutzen die dann eben, um Musik zu generieren. Also Darth Vader-Theme oder was weiß ich. Google anwerfen, danach googeln, Floppy macht Musik oder irgendwie sowas. Ziemlich beeindruckend und lustig, wenn man mich fragt. Also ich gucke mir sowas gerne an. Genau, also ist mir nur gerade eingefallen. Ein Stichwort ist zum Beispiel Floppotron, ja. Genau, Floppotron, ich wusste nicht mehr genau, da werden dann aber auch noch andere Hardware-Geräte, also Scanner oder Festplatten und so benutzt. Das ist schon ganz cool. Ja, Festplatten habe ich tatsächlich heute ein Video gesehen, da hat jemand Musik über die Spulen, die ja in den Festplatten verbaut sind, quasi abgespielt. Und dazu hat er mehrere Festplatten aus unterschiedlichen Jahren und mit unterschiedlichen Größen verwendet, um bestimmte Tonfrequenzen irgendwie zu treffen oder sowas. Also war schon sehr cool, worauf die Leute auch alles immer kommen. Ne? Ja. Eine Sache, die auch ausgestorben ist, die es heute nicht mehr gibt, ist der berühmt-berüchtigte Turbo-Knopf am Gehäuse. Ist ja geboren aus der Notwendigkeit, dass halt viele Anwendungen früher, die hatten halt keinen internen Timer, die sind halt dann einfach sozusagen mit so schnell wie die CPU war, sind die halt einfach abgelaufen, diese Anwendungen. Ja. Und das hat dann zu dem Effekt geführt, dass natürlich, wenn, dass das irgendwann halt zu schnell geworden ist, um für einen Menschen dann noch bedienbar zu sein, vernünftig. Also man kann sich ja gerade vorstellen, wenn man jetzt sowas hat wie ein Rennspiel vielleicht, ja, wenn halt der neue Prozessor doppelt so schnell ist und dann musst du doppelt so schnell lenken und du bist doppelt so schnell unterwegs, das ist halt einfach nicht hinnehmbar. Deswegen drückst du dann den Turbo-Knopf. Genau, und das gibt's ja auch so ein Wahrnehmungs- oder Erinnerungsproblem, ich weiß jetzt nicht, ne? Das Ding wird immer Turbo-Taste genannt oder Turbo-Knopf, aber das gab es nur deshalb, um den PC langsamer zu machen, weil wie gesagt, die sind ja erst aufgekommen, als die Prozessoren so schnell wurden, dass Anwendungen zu schnell abliefen und deswegen hat man eben eine Lösung gebraucht, um die Systeme bei Bedarf eben wieder runterbremsen zu können, damit Anwendungen, die noch für alte Prozessoren gedacht waren, halt noch vernünftig liefen. Aber meine Vermutung ist eben, dass das durch im Endeffekt Marketing halt so genannt wurde, weil ein Turbo-Knopf klingt halt irgendwie cooler, also so im Sinne von, ne, ihre alten Anwendungen laufen immer noch so wie immer, aber neue Anwendungen laufen dann mit Turbo-Speed, ja. Das klingt halt einfach cooler als der neue PC, den sie gekauft haben, ist viel zu schnell, damit sie ihre alten Anwendungen nicht mehr nutzen können. Und deswegen brauchen sie eine Extra-Taste, um den PC runterzubremsen, damit er so langsam läuft wie ihr Alter. Ja, das ist halt irgendwie der Slowdown-Knopf. Ja, genau. Also rein, wenn man sich die Beschreibung so
vorstellt, die da vielleicht bei einem PC-Fachhändler damals gelaufen muss, dann ist schon relativ klar ersichtlich, warum das Ding eher Turboknopf heißen muss, als ich bremse den PC mal aus Knopf. Ich kann mich echt entsinnen, dass ich das für meine alten Spiele benutzen musste, als wir da einen neuen Familienrechner Ja, hatten. genau. Und was da halt technisch passiert ist, man hat halt entweder den Prozessor wirklich runtergetaktet, das System, oder man hat Cache zum Beispiel deaktiviert auf dem Mainboard dann zum Beispiel verbaut war. Das waren so die zwei Sachen, die da typischerweise abgelaufen sind. Ist dann eben auch wieder verschwunden, weil es dann eben irgendwann technisch nicht mehr erforderlich gewesen ist, weil natürlich irgendwann auch der blödste Entwickler gemerkt hat, hey, es ist vielleicht, ne, ganz schlau, wenn ich die Ausführungsgeschwindigkeit von meinem Programm nicht direkt an den Takt des Prozessors kopple. Ja. Dementsprechend ist es nicht mehr erforderlich, aber wie gesagt, wenn man. Glaubt ihr denn, das Memo haben die Leute bei Bethesda noch nicht bekommen? Wenn da die Framerate abhängig ist von. Da war das doch auch irgendwie so. Wenn du ein schnelles System hattest, dann konntest du dich schneller bei Fallout 76 durch die Gegend bewegen, als die Leute, die ein ganz normales System hatten. Okay, das weiß ich Anfällig. jetzt nicht. Ich meine, klar gibt es heute auch immer noch so kleine Problemchen da mit irgendwelchen Timing ablaufen und so. Aber so, das grundsätzliche Problem ist auf jeden Fall längst erkannt worden und auch behoben. Dementsprechend haben wir ja keinen Turboschalter mehr. Aber ja, war ganz lustig früher, da mal wieder so mit rumzuspielen. So an, aus. Oh, wie läuft das jetzt? Ja, so. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als Kind wusste ich frei nicht, was das ist. Ich dachte, genau das macht das. Ich muss den Turbo-Knopf drücken, damit das Spiel besser läuft. Ja, das ist halt irgendwie intuitiver so, ja, genau wie du halt so im Ja. Cockpit so, oh, jetzt hier, oh, ne, auf vollem Blast, so, oh, halbe Lichtgeschwindigkeit, ja. Das ist irgendwie cooler, wenn du einen Knopf hast, der alles besser macht, als einer, der das ausbremst und so wie früher laufen lässt, ja. Ja, irgendwie schon. Nun denn, dann war das jetzt last but not least. Und ich würde sagen, die Nummer 11 des PCGH-Podcasts ist damit durch. Würde ich auch Wir sagen, haben heute. wenn ihr Kommentare schreiben könnt, das hängt ja ein bisschen von der Plattform ab, die ihr verwendet. Aber zum Beispiel jetzt bei YouTube oder auch im Forum, da geht das ja definitiv. Dann Ja. schreibt uns mal gerne, ob euch noch andere Beispiele einfallen. Es gibt definitiv noch weitere Beispiele, das wissen wir selbst, aber da gibt es schöne Sachen. Ob es vielleicht auch Sachen gibt, die ihr vermisst. Und ja, von meiner Seite aus soll es das auch gewesen sein. Ich fand es ganz, ganz lustig und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ja, genau, dann wieder mit einem Gast. Ich fand es heute auch sehr lustig, wieder so ein bisschen mit der Nostalgiekeule kommen. Ist eigentlich immer ganz gut, wenn man schon ein gewisses Alter hat, quasi. Hat mir Spaß gemacht und ja, bitte schreibt uns. Ihr könnt auch an podcast@pcgh.de schreiben, falls ihr eben keine Kommentarmöglichkeit habt, wie zum Beispiel bei Spotify oder so. Dann kriegen wir das auch und lesen das auch. Und wenn ihr jetzt was ganz Spezielles an den Stefan senden wollt, dann schreibt das einfach rein, dann leite ich das weiter. Alles gut. Und das würde uns echt interessieren, wenn ihr da noch ein paar Sachen findet oder vielleicht eine Anekdote habt oder sonst irgendwas zu dem, was wir gerade eben palavert haben. Wahrscheinlich kommen jetzt lauter E-Mails mit ganz bestimmten Details, die wir in der Eile falsch Völlig falsch dargestellt hatten. hatten. So. Naja, aber ist auch okay, weil dann, Irren ist wenn es da ganz menschlich. grobe Schnitzer gibt, dann berichtigen wir das natürlich auch, weil wir wollen Ja. natürlich auch nicht irgendwelche Unwahrheiten hier verzapfen. Natürlich nicht. Also wenn ein ganz grober Schnitzer ist und wir kriegen das dann heraus, dann ändere ich sogar die Beschreibung und schreibe das dann rein, dass da ein großer Schnitzer drin Sehr ist. gut, sehr gut, sehr gut. Ja, so gehört sich das. Das ist gute journalistische Praxis. Ne? Das vermisst man leider heutzutage im Internet. Nun denn, ich sag dann auf Wiederhören, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.